Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Runde Jump League. Oh, wir zocken heute wieder ein bisschen Jump'n'Run Puzzle. Wir müssen springen von A nach B und warum ich heute ausgerechnet Jump League bringe, hat eigentlich folgenden Grund. Ihr werdet es auch schon sehen, wahrscheinlich an meinem Titel und so. Das ist nämlich heute Abend wieder ein großes... Kann ich die Truhe... Bitte, please, let me open the Truhe. Ich kann die Truhe nicht... ohne Witz, ich kann sie nicht öffnen. Alter, war richtig schwierig gerade. Ich konnte sie einfach nicht... Ich schwöre, ich konnte die nicht öffnen, die Truhe. Heute Abend, ihr kennt es ja vielleicht schon, habe ich ja schon einmal gemacht. Und zwar gibt es wieder ein Jump-and-Run-Event auf dem World of Nerds-Server. Sprich, ich bin ja in Kooperation mit den Kollegen von World of Nerds. Natürlich streame ich da ja immer öfter mal. Der ist ja richtig hart, dieser Sprung. Ohne Witz, der ist genauso hart wie meine Hand gerade, weil die ist nämlich auch richtig hart gerade. Alter, ohne Witz, ich komme nicht rüber. I can't get this shit. So, jetzt aber so und so. Perfekt. Geht doch. Gut. Auf jeden Fall, ich kann weiter im Text erzählen ein bisschen, glaube ich. Und zwar ist es folgendermaßen. Wir hatten ja schon einmal ein Jump-and-Run-Event auf dem World of Nerds Server. Und zwar war es ja so, dass man so ein bisschen wie hier bei Jump League auf einer Custom-Map oder eben einer Map, die es... Boah, runterzuladen gibt, dass man die eben so zockt mit insgesamt 150 Leuten heute Abend, ja. Wird es genau wieder so ablaufen, du joinst quasi auf meinen Minecraft-Server auf underthedom.de und dann um 20 Uhr werde ich dann eben streamen und dann können wir da eben drauf gehen mit maximal 150 Leuten eben. Und das Ganze wird dann folgendermaßen ablaufen, man spielt eben ein bis zwei Jump'n'Run-Parts, dass man eben sagt, so die erste Stunde musst du dieses Jump'n'Run ja quasi beenden, wenn du das eben schaffst, dann kommst du in die nächste Runde rein und in der nächsten Runde dann können die Verbleibenden dann eben nochmal zocken und dann geht das Ganze eben ja so weiter und bis dann eben irgendwann nach zwei, drei Jump and Run Events oder so an einem Abend quasi, also quasi alles über drei Stunden lang das Ganze, hast du eben ja dann ein paar Gewinner und dieses Mal wird es so sein, dass wir drei Gewinner insgesamt haben werden, das heißt es wird Platz 1 bis 3 werden vergütet. Oh, nö. Und zwar einmal wird es einen Monat Premium auf meinem Underdom-Server geben. Dann wird es geben, dass man sich ein Pferd aussuchen darf für den Underdom-Server. Kann ich das schaffen? Ja, bitte! Und als dritten Platz gibt es dann 10 Credits, die du eben in Beanies einlösen kannst, wodurch du dir eben dann ein paar coole Kids kaufen kannst oder aber anderen Kram kaufen kannst, auf den du so Bock hast. Das sind so die drei Preise. Zudem werden Platz 1 bis 3 jeweils ein Game Key bekommen für ein Spiel. Und zwar werde ich die Spiele dann auch einmal im Stream erwähnen. Es sind alles Independent Games. Sehr gerne mal auch in die Videobeschreibung gucken. Dort liste ich die Spiele auch schon einmal auf, damit ihr so ein bisschen wisst, ja, worum es vielleicht so etwa gehen wird. Nein! Wie kann ich diesen Sprung failen? Wieso bin ich so schnell für diese Welt? Ja, im Prinzip wird es genauso ablaufen. Nicht mehr, nicht weniger. Einfach ein bisschen zocken und Sachen machen. Mehr ist das nicht, liebe Leute. Und heute Abend um 20 Uhr geht es dann auch los. Wie gesagt, kann ich da nochmal nach oben? Bitte schön, lass mich doch mal nach oben hier lang. Nein, 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 auch, lass mich doch mal nach oben hier. Ah, wunderbar. Gut. Und dann geht's eben los und dann zocken wir eben zusammen. Ich freue mich da echt wieder wie so ein kleines Schnitzel drauf. Am besten natürlich vegan. Aber ich freue mich da echt wie ein kleines... Oh... Wie so ein kleines Kind drauf, weil ich wir haben echt wieder Plugins jetzt quasi auch programmiert, damit alles so einwandfrei auch ablaufen wird heute Abend. Ich musste halt nur hinkommen, aber ich komme da halt, oh, aua, Mikrofon, ich komme da halt nur nicht hin so wirklich, das ist ein bisschen frustrierend. Komm jetzt aber, ja, nicer dicer, Hosenscheiße. Dann machen wir den mal in einen Double Jump, einfach damit wir den problemlos schaffen. Das sind meine Lieblingssprünge, die schaue ich ganz gut, diese seitlichen, oh, hallo, da. Die seitlichen Sprünge kann ich eigentlich sehr gut. Da bin ich eigentlich doch ein, oh, okay. Und jetzt hoffentlich so geil geschafft. Ich sag oft geil heute, kann das sein? Ist mir egal, ich find's geil. Geil? Hab ich schon mal geil gesagt? Nee, ne? Da ist die Truhe, guck mal, da ist eine Truhe. Ah, geil. Hab ich schon mal geil gesagt heute? Ich glaub nicht. Ohne Witz, was ist denn gerade los mit mir? Anscheinend finde ich so gewisse Sachen schon ziemlich geil irgendwie. Wir haben zwei Verzauberungstische. Auch nicht so ungeil, ne? Also man muss ja auch mal das Ungeil-Wort nehmen. Kann ich immer nur geil sagen, sind auf 94%, Leute, auf 94%. Kann ich mal kurz ein paar Sachen wegwerfen, die ich nicht brauche, dann packe ich hier mal ein paar Sachen, die ich brauche, nach unten. Komm, so. Let me do this. Let's do this. One more time. Und so weiter und so fort. Ach komm.
komm schon. Und Mark, aua, aua, aua. Aber ich will natürlich Erster werden. Ich war erster Platz. Ich war auf ersten Platz. One more time. Wie geht nochmal dieses Lied von, wie heißt die nochmal? Britney Spears, ne? Britney. So, können wir den zuerst töten, den Typen? Kann ich den zuerst töten? Dankeschön, das wollte ich eben nur. Einmal nur den Typen töten. Den TT. Typen töten. So, wunderbar. Wenn wir den schon mal haben. Und dann kommt nämlich sowas hier. Und dann kommen diese Bots wieder. Hallo, Bot da oben. Na, was geht bei dir? Kann ich mal anständig, boah, wie lange man nach oben raggen muss, ne? Wie lange man nicht fighten kann, wenn man in einem Fight war, wo man fast stirbt. Das ist schon ein bisschen frustrierend, weil ich halt so lange jetzt nicht fighten kann. Was soll ich jetzt tun eigentlich? Hallo, wo ist der Typ? Da ist ein Typ. Guck mal, da sind mehrere. Jetzt kann ich wieder fighten. Da. Es laggt oder laggst du? Irgendeiner laggt. Ich weiß nicht genau, wer es war. Irgendwer laggt. Aber ich nicht, glaube ich. Habe ich eine gute Bar? Hab eine gute Bar. Ich kenne nur gute Bar, Leute. Gib mal da alle hin zur Dombar. Voll, eigentlich voll der geile Name, Dombar, oder? Eigentlich schon. Kann ich töten? Sterben und so? Nee, ne? Da ist noch einer. Alles klärchen. Alles klar. Kann ich den... Ach, guck mal. Ich will doch nur auf den hier drauf gehen. Junge. Kann ich den auch nochmal töten? Dankeschön. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, als gehen so viele auf mich drauf. Aber ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Können wir jetzt mal gucken, dass wir den vielleicht töten? Das ist mir schön und gut, dass du teamen willst. Aber ey, ich kann dir da auch nichts dran ändern, um ehrlich zu sein. Weil alle gehen auch auf mich drauf. Wie die Idioten. Wie als wäre ich ein 5-Euro-Stück. Vor allem Stück. Ich bin noch in D-Mark-Zeiten. Na du, Sweetie? Alles klar. Aber den geben wir auch gut, den Leuten hier. Sehr gut gegeben. Naja. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr heute Abend dabei seid. Zu dem coolen Jump'n'Run-Event. Und dann sehen wir uns heute Abend passend... Hallo, da hinten ist der Typ. Uns passend dann um 20 Uhr, wie gesagt, im Stream. Link zum Stream in der Videobeschreibung auch, natürlich. Larissa. Link zum Stream in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, dann können wir uns heute Abend treffen und zusammen zocken. Ja, jetzt machen wir schnell einen Screen, wie immer. Und dann machen wir Go. So, Go. So, oh. Mit O natürlich. Gio. Ich bin Gio, der Rapper. Ich bin Gio, der Rapper. Rap. Ich habe aber noch 3 Leben. Also im Prinzip kann ich es nur verhauen, um ehrlich zu sein. Okay, ich kann es eigentlich nur verhauen irgendwie. Ja, wie er mich da trifft mit dem Dingens die ganze Zeit, ne? Jetzt haben wir die auch mal die Angel gelackt gehabt. So, jetzt aber müssen wir ihn eigentlich haben, oder? Oder nicht? Kannst du jetzt mal sterben? Ich sterbe schon wieder, ne? Ich schaff den Typen gerade nicht. Aber wir machen jetzt mal... Meine Hand ist auch wieder so kalt. Ausrede, Tom! Nee, aber meine Hand ist wirklich ganz, ganz kalt. Und der ist eigentlich gar nicht so scheiße. Der stellt sich schon sehr gut an. Jetzt haben wir aber eine gute Kombo erwischt bei dem Typen. Jetzt müssen wir ihn eigentlich auch besiegen können, oder? Ich bin wieder gestorben. What the fuck? So, aber gut. GG. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein, machen Sie es gut. Oh, tschüssi!